Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Im Psalm 36, das schöne Wort: Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Ja, und mit diesem Wort begrüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich zu diesem heutigen Gottesdienst im Fraumünster. Mit ihm beschließt sich ein Kreis, der vor bald 17 Jahren am Reformationstag des Jahres 2004 hier begonnen hat. Und ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Im Zentrum heute wird ein Wort aus der Offenbarung, also aus der Apokalypse des Johannes, stehen und das damit verbundene Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern. Wir haben es eben schon gehört in einer Interpretation von Praetorius. Es wird den Leitfaden oder die Leitlinie oder das Leitmotiv heute bilden. Wir werden nach der Predigt sogar eine Neukomposition hören. Philipp Klaassen hat dieses Nikolai-Lied neu in Töne gesetzt. Ich möchte jetzt schon allen danken, die sich vorbereitet haben, dass dieses heutige Fest wirklich ein Fest wird. Und jetzt wollen wir alle einstimmen, sie durch die Maske hindurch. Ich glaube, ich muss nicht. Das Lied Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir als Gemeinde 1, 3 und 5, die Vokalsolisten 2 und 4.
Wir sammeln uns zum Gebet. Ewiger, großer Gott, wenn wir dein Wort hören, es uns einleuchtet, dann klären sich Dinge für uns, dann wird es heller, dann sehen wir klarer, schärfer, aber eben auch menschlicher. Deshalb sind wir hier versammelt, weil wir alle wissen, wie sehr unsere Seele dich, deinen Geist sucht. Uns ist bewusst, dass wir träge sind, dass wir uns ablenken lassen, uns von Illusionen, von falschen Gedanken leiten lassen. Deshalb kommen wir heute vor dich, an diesem Morgen, so wie wir sind, mit unseren Taten und Unterlassungen, mit unserem Glück und unseren Sorgen, mit unserem Unglauben und mit unserem Glauben. So hilf uns, bereit zu sein, hilf uns, ruhig zu werden, hilf uns, zu hören. Gib uns Gelassenheit, den inneren Frieden, sei du mitten unter uns. Amen. Wie schön leuchtet der Morgenstern, das Nikolailied. Als Gemeinde und auch als Mitglieder des Chors singen wir die Strophen 1 und 3, die Vokalsolisten die Strophen 2 und 4. Thank you.
Die heutige Lesung steht im Psalm 8 in den Versen 2 bis 6. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du deine Hoheit über den Himmel gebreitet hast. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet, deiner Widersacher wegen, um ein Ende zu bereiten dem Feind und dem Rachgierigen. Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Liebe festliche Gemeinde, der Predigtext, ich habe es gesagt, den lesen wir im Buch der Offenbarung des Johannes, im Kapitel 22. Ich habe nur einen Vers ausgewählt, es ist der Vers 16, in der mystischen Sprache dieses Buchs. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies über die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Ja, liebe Gemeinde, Ecclesia Semper Reformanda. So lautet ein übrigens schon vorreformatorischer Spruch, und das heißt, die Kirche bedarf stets der Erneuerung, der Reformation. Dies in geistig, intellektueller Hinsicht, denn Worte feiern, Rituale erstarren, wenn sie nur wiederholt und nicht immer wieder neu gedacht und auch neu geglaubt werden. Aber auch ganz äußerlich, die Institution und die Gebäude brauchen Erneuerung.
Selbst ein so schönes Gotteshaus wie das Frau Münster braucht Renovationen und Restaurationen, in denen Altes aufgefrischt und auch Neues eingebaut wird. Genauso war es im Jahr 2006, kurz nach meinem Anfang 2004, als hier drin im Frau Münster ein eindrückliches Stahlgerüst stand, als gehämmert wurde, gebohrt wurde, geflickt und gereinigt und eben auch im Chorraum Restaurationsprofis an der Decke Schmutzschichten wegholten und das, was an Malereien zu sehen ist, wieder hervorholten. Eines Morgens stieg ich dann, während sie arbeiteten, auf die schmale eiserne Leiter hoch auf die Plattform zu den Restauratorinnen, die gerade an der Arbeit waren. Was sie gemacht haben, war diese roten und bläulichen Sterne mit feinen Pinseln von Staub und Schmutz zu befreien, sie restauratorisch wieder zum Leuchten zu bringen. Und ich sagte zu ihnen, ich habe einen Wunsch an Sie. Wären Sie nicht bereit, einen neuen Stern zu malen? Ich mache auch jeden Sonntag hier auf der Kanzel eine neue Predigt. Die Chefrestauratorin zögerte, meinte zuerst, das ginge nun leider wirklich nicht, aber dann willigte sie ein, sagte jedoch deutlich, das muss im offiziellen Restaurationsbericht festgehalten werden. Und dann malten sie zu meiner Überraschung nicht einfach einen neuen roten oder bläulichen Stern, sondern tatsächlich einen ganz neuen Stern in goldener Farbe dorthin. Bei besonderen Lichtkonstellationen und auch heute ist dieser Stern zu sehen, er leuchtet hell hervor, er strahlt sozusagen an diesem gemalten Frau-Münster-Himmel. Und wenn Sie jetzt denken, ich denke, das sei mein persönlicher Stern, oder ich wolle gar darauf hinaus, ich sei hier so etwas wie der kleine Frau-Münster-Star, der da brilliert oben und auch später noch weiterhin funkeln wird, so will ich das gleich korrigieren, keineswegs, keineswegs. Für mich ist die Bedeutung dieses hellen Sterns genau die, die wir gelesen haben in unserem Bibeltext. Offenbarung des Johannes, dort wird von Jesus Christus gesagt, oder vielmehr, Johannes lässt ihn selber sagen, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und natürlich ist das zuerst einmal verdichtete, hochsymbolische Sprache, die wir heute, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr ganz unmittelbar verstehen. Wir müssen uns wieder eindenken in diese Symbole, in diese Sprache. Es ist messianische Symbolik. Und das heißt, dort drin in diesen Symbolen, Wurzel, Spross Davids, Morgenstern, stecken tiefe Hoffnungen. Hoffnungen auf einen friedlichen König, auf einen wirklichen Star und leuchtenden Orientierungspunkt, auf eine Politik, in der nicht Gewalt, sondern Recht und Frieden, nicht Hass und Abgrenzung, sondern Liebe, die Menschen verbindet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, wir brauchen heute wieder mehr von solchen Hoffnungen, denn das Bedrohliche, die Konflikte, die Ängste scheinen zuzunehmen. Deshalb, liebe Gemeinde, gefällt mir diese Lichtsymbolik so gut. Diese Symbolik vom hellen Morgenstern, der leuchtet, bei dem Orientierung und Trost zu finden ist. Denn sie besagt, wir gehen nicht in eine Nacht hinein, sondern wir gehen in einen neuen Morgen hinein, deshalb Morgenstern.
Und das hat mit jenem Prediger aus Nazareth, mit Jesus Christus zu tun, mit der Weise, wie er auf Menschen zugegangen ist, Worte gefunden hat für Versöhnung, für Hoffnung, Orientierung ermöglicht hat. Ich würde es so sagen, eine neue Sprache der Menschlichkeit gesprochen hat. Ecclesia semper reformanda. Unsere Kirche braucht also auch geistlich, theologisch immer wieder Reformationen. Das heißt, eine erneute Vergewisserung, was die Quellen sind, aus denen wir schöpfen, was die Orientierungspunkte sind, nach denen wir uns orientieren in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Glauben. Und hier spüre ich im Moment viel Verunsicherung bei uns in der Kirche, viel Ausweichbewegungen in alles Mögliche hinein, was wenig mit dem Kern unseres Glaubens zu tun hat. Manchmal, liebe Gemeinde, fliegen einem Bälle zu, unverhofft, man muss sie nur auffangen. Und so ist es mir ergangen bei der Lektüre einer neu edierten Vorlesungsreihe von Hannah Arendt, der Philosophin, zu Fragen der Ethik. Der Titel lautet »Über das Böse«. Dort weist sie darauf hin, dass Ethik zuerst einmal in der ganz persönlichen Frage nach sich selber gründet. Wie lebe ich als Mensch meine Menschlichkeit? Ich sehe da eine Analogie zu dem eben gehörten Psalm 8, diesem Staunen. Aber zugleich, sagt Hannah Arendt, ist Ethik nie ein nur persönliches, sondern ein gemeinschaftliches, ein gemeinsames Suchen nach Orientierung und nach Urteilskraft. Und genau in diesem Zusammenhang, und das war der Ball, den sie mir zugeworfen hat, weist sie darauf hin, dass das lateinische Wort considerare wörtlich nichts anderes bedeutet als zusammen auf einen Stern schauen, Sidus. Und in diesem Zusammenhang weist sie darauf hin eben, dass in der Aufklärung considerations oder consideration genau diese Bewegung war und ein oft gebrauchter Buchtitel für Impulse neu zu denken. Das deutsche Wort Betrachtungen, da fällt diese sternenmäßige Kraft weg. Ich dachte mir, als ich das gelesen habe, genau das ist es. Das Wort vom leuchtenden Morgenstern will uns darauf aufmerksam machen, was wir als christliche Gemeinde immer wieder neu, immer wieder versuchen sollten. Zuerst einmal jede und jeder ganz individuell. Von unseren Gefühlen, von unserem Standort aus, neu uns auszurichten, uns zu fragen, was leuchtet mir ein? Frei, nicht bedrängt durch irgendwelche Dogmen, auch nie gezwungen, aber eben doch, considerare, und das heißt zusammen, jene Blickrichtung pflegen, Austausch haben darüber, jene intensive Betrachtung sollten wir pflegen, was dieser symbolische Morgenstern bedeutet. Unser heutiges Bibelwort von diesem messianischen Spross, Wurzel und dann eben diesem helles, ankündigenden Stern ist poetische, jubelnde Sprache der frühen Christen, vor allem dieser johannäischen Gemeinde. Und deshalb, wenn Sie schauen, ist es so sinnig, dass der Stern gleich neben dem Adler, dem Evangelistensymbol von Johannes, gesetzt ist. Das wurde dann besungen, und das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, von Friedrich Nicolai. Er hat das aufgegriffen, sehr barock, aber großartig, wieder in dieser freudigen Sprache. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn, aus Juda aufgegangen,
Und dann sehr schön, lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß und mächtig, reich an Gaben, hoch und wunderbar erhaben. Meine Consideratio, also meine Betrachtung, meine ganz persönliche Weise, diesen Stern zu deuten. Und wie gesagt, jeder von uns sollte solche Deutungsversuche machen. Meine Consideratio würde dann etwa so aussehen. Ich persönlich bin immer wieder tief bewegt von der Radikalität der Botschaft, die mit diesem Stern verbunden ist. Dass es nämlich ein Mensch ist. Ein menschliches Leben, ein menschliches Gesicht, das Gesicht des Jesu von Nazareth, auf welchem wir so etwas wie die Gesichtszüge Gottes, das ist Metaphorik, oder die Zuwendung Gottes oder die Liebe Gottes wahrnehmen können. Etwas scheint auf in diesem Gesicht, in dieser Existenz Jesu von Nazareth. Wenn ich also für meine Consideratio ein Wort wählen müsste, für was mich wirklich bewegt, was mich auch in dieser ganzen Zeit hier in Fernmünster immer ein Stück getragen hat, dann würde ich sagen, das Transparentwerden. Es ist dieses Gesicht, das transparent wird für das Göttliche. Dieses Angesicht, dieses Jesus von Nazareth, notabene ein Gesicht, das nie gemalt wurde. Wir kennen keine Fotografie natürlich, keine Malerei, wir kennen Deutungen. Es ist mein Versuch, wenn ich vom Transparentwerden spreche, mein Versuch, die schwere theologische, altkirchliche Sprache ein wenig leichter zu machen. Transparenz, man sieht etwas, man ahnt etwas. Transparent werden würde dann für mich heißen, die Augen dieses einfachen Zimmermannssohns, mit denen er so versöhnlich Menschen angeschaut hat, auf sie zuging. Der Mund dieses Predigers, der so klar diese innere Botschaft der hebräischen Bibel zum Leuchten brachte, das, was Torah heißt, Weisung in ein gutes Leben hinein. Die Grundethik des Sinai, könnte man sagen. All das wird für mich auf dem Angesicht dieses Jesus von Nazareth gleichsam transparent als etwas, was eine göttliche Botschaft, ein göttliches Gesicht, eine göttliche Stimme ist. Und dann natürlich auch nicht nur das Gesicht, sondern der Lebensweg dieses Menschen, der selber auch dann noch friedlich blieb, ohne Hass und ohne Gewalt für dieses Evangelium, das heißt für die gute Botschaft von Gottes Liebe, einstand, als er selber zwischen diese Machtblöcke geriet, zerrieben wurde, gekreuzigt wurde. Sein Leiden und sein Tod, so das Bekenntnis der ersten Christen und auch heute noch unser Bekenntnis, heißt, das war nicht ein sinnloses Scheitern, sondern eine Bewegung der Aufdeckung. Apokalypse heißt ja Aufdeckung, es wird plötzlich etwas sichtbar, der Transformation, der Überwindung, der Erneuerung. Und deshalb ist diese so helle Botschaft des christlichen Glaubens für mich diese: Gottes Macht ist nie brutale Allmacht, sondern die Macht der Liebe, der Versöhnung, der Verwandlung. Am schönsten für mich in Hartmut Wilds Bekenntnis der Kirche Kurhessen-Waldeck, er war ja hier, er hat gepredigt, er hat es so formuliert: Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd.
Kehren wir nochmal zur Sprache und Symbolik des Lichts zurück, zu diesem leuchtenden Morgenstern, zu dieser Christus-Symbolik. Ich würde es so formulieren: Wer vom Licht spricht, tut das auf dem Hintergrund der Erfahrung von Dunkelheit. Ganz realistisch wird hier angesprochen, wenn so emphatisch von Licht gesprochen wird, wie viel Finsternis in der Welt ist, wie viel Gewalt, wie viel Leiden, wie viel Ungerechtigkeiten. Wer vom Licht spricht, will das nicht ausblenden, dieses Dunkle, sondern realistisch hinsehen, aber eben nie zynisch werden. Er spricht davon, wo er sieht oder sie sieht, dass das Licht aufleuchtet, weil der Morgenstern da ist, weil es eine Hoffnung gibt, die uns alle beflügelt, weil es einen Morgen gibt, in dem wieder mehr Licht sein wird. Das ist ein Glaubensbekenntnis, liebe Gemeinde. Ich denke, dass wir Christen die Radikalität dieses Glaubensbekenntnisses wieder neu buchstabieren lernen müssten. Gelingende Reformationen haben diese helle Botschaft immer wieder entdeckt. Sie leuchtete gleichsam immer wieder neu auf. Und dafür dann neue Worte, neue Lieder, neue Musik, neue Bilder zu suchen, ist eine wichtige Aufgabe. Auch neue Menschen, die das verkünden, auch neue Pfarrer, die das verkünden. Möge uns das künftig gelingen, möge darauf der Segen liegen. Amen.
Wir sammeln uns zum Gebet. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so sind wir vor dir, Gott, ewiger und barmherziger. Wir sind vor dir erfüllt von Dank für alle die Menschen, die sich in deinen Dienst stellen und gestellt haben, die dein Wort verkündigen als Pfarrerin, als Pfarrer, die dein Lob singen mit ihrer Stimme und dein Lob spielen mit ihrem Instrument, mit Flöten und Trompeten, mit Pauken und Harfen, die deinen Dienst in der Barmherzigkeit tun mit ihren Händen und ihren Ideen. Wir danken dir für die Gemeinde und für die Kirche, die Zeugnis ablegt für dich in dieser Welt. Und erfüllt von diesem Dank öffnen wir unsere Herzen und denken an die Menschen, die unter ihrer Not leiden, ihrer seelischen Not, die keine Hoffnung oder Vision haben für ihr Leben oder für die Welt, die an ihrer Schuld zu zerbrechen drohen oder die Mangel leiden, denen es an Gutem fehlt, nicht in Sicherheit leben, nicht eine Heimat haben, keinen Lebensunterhalt oder Arbeit oder gar keine Liebe. Und wir bitten für die Menschen unter uns und in der Welt, die an Krankheit leiden, die mit dem Tod bedroht sind. Du öffnest unser Herz und unsere Gemeinde für alle die Menschen auch. So haben wir Platz vor dir gefunden, dem lebendigen Gott. Und so können wir vor dich treten und bitten, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der in und unter uns lebt, deine Liebe lebt. In der Stille sind wir vor dir und legen vor dich, was uns ganz, ganz persönlich beschäftigt. Und verbunden mit deinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder, und verbunden mit all unseren Schwestern und Brüdern in der Welt, beten wir zu dir als unserem himmlischen Vater. Wir erheben uns zum gemeinsamen Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Miteinander singen wir zusammen mit den Vokalsolisten aus dem Lied 653 die verbliebenen Strophen 5, 6 und 7.
Liebe festliche Gemeinde, lieber Niklaus, ich solle wenige Worte machen, wünschst du, ganz praktisch, weil es noch viele Grußworte gibt, aber auch im Wissen darum, dass viele Worte das Risiko erhöhen, dass Peinliches darunter sein könnte. Nichts wäre unangenehmer für dich und ebenso auch eine Lobhudelei. Aber du bist auch in vielen Interviews ja bereits zur Sprache gekommen und so bleibt die Frage, was für uns noch übrig bleibt. Du hast mir aber auch dabei geholfen. Es sollen reformatorisch-theologische Worte sein. Das allerdings schüchtert mich zunächst ein, denn ich habe dich damals als junger Student in Basel als Oberassistent erlebt und würde noch heute kaum für mich in Anspruch nehmen, dir theologisch das Wasser reichen zu können. Deshalb versuche ich das auch gar nicht erst, sondern besinne mich auf meine Rolle als Kirchenratspräsident. Denn, wie du selber sagst über deine Rolle als Frau Münsterpfarrer, entlastet die Rolle, denn sie vermittelt zwischen der Institution und Person und eröffnet neue Möglichkeiten. Als Kirchenratspräsident gehören Ordinationen und Emeritierungen zu meinen schönsten Aufgaben. Wir beide sind zwar nicht in der Zürcher Kirche ordiniert worden, aber mit der Installation im Frau Münster, wo du fast 17 Jahre gewirkt hast, genauso wie ich fast 17 Jahre in Thalwil gewirkt habe, sind wir unter das Zürcher Gelübde gestellt worden. Wir wirkten als Diener am göttlichen Wort oder wie es herkömmlich auf Lateinisch heißt, als Verbi Divini Magister. Nein, natürlich nicht Magister, sondern Minister. Und doch, dieser wunderbare Versprecher von Iso Kammerdin in seiner Laudatio zur Preisverleihung der Stiftung für abendländische Ethik und Kultur am 9. November 2019, sie sagt es doch auch richtig, du warst und bist ein Meister als Pfarrer. Ich möchte das begründen. Die Verkündigung des Wortes Gottes, liebe Gemeinde, ist eine unmögliche Aufgabe. Das wird uns als Frau Münster Predigerinnen und Prediger mit dem Wort Martin Luthers in der Kapelle jeweils bei der Vorbereitung in Erinnerung gerufen, wenn Luther dort zitiert wird, dass wir unwürdig des Amtes und des Dienstes seien. Das Zürcher Ordinationsgelübde erleichtert diese Aufgabe nicht, wenn wir, du und ich, versprochen haben, im Gehorsam gegenüber Jesus Christus den Dienst am Wort Gottes durch mein Leben zu bezeugen, wo immer ich hinberufen werde. Und doch ist das der Schlüssel zum Verständnis gerade auch deines Dienstes. Wo immer du hinberufen wurdest, als Studentenpfarrer, als Leiter des theologischen Verlags und schließlich als Pfarrer am Frau Münster. Mit meinem Leben zu bezeugen. Das meint gerade nicht ein exhibitionistisches Bekennertum oder eine aufdringliche biografische Kanzelrede. Höchstens mit Ironie geht's, wie heute erlebt. Es meint keine Verwechslung von Rolle mit Person, aber auch keine künstliche Distanzierung von Existenz und Botschaft. Die Verkündigung verfügt zwar nicht über die Botschaft, aber sie vermittelt radikal, sodass du dein Pfarramt gewissermaßen als Inkarniertes interpretiert hast. Du öffnetest dein Haus für Jung und Alt, was, wie du immer betonst, ohne deine Frau Vreni nicht machbar gewesen wäre, womit der dein Dienst auch zu ihrem Dienst wurde, ohne dass sie ihre eigene Berufung aufgegeben hätte. Und du wurdest als Basler ganz Teil dieser Zürcher Gemeinde, die über die kleine Gruppe der knapp 100 Mitglieder in der ehemaligen Frau Münster Gemeinde, Kirchgemeinde Frau Münster, weit hinausgeht. Und doch ist es eine Gemeinde, in die hinein man verkündigt, mit der man Leben, Sorgen und Freuden teilt und aus der heraus auch Inspiration für die Verkündigung empfangen wird. Wie etwa, wenn der Kirchenratspräsident zum Abschlussgespräch beim Frau Münsterpfarrer ist und wir mehrmals vom Telefon unterbrochen werden, indem es um eine Abdankung geht,
da muss ich schnell rangehen. Oder den Anlass vom Abend, wo noch etwas ruhig und freundlich geklärt wird. Und ich erkennen muss, es gibt nichts Wichtigeres als die Menschen, für die man Pfarrer ist und denen man das Wort Gottes mit dem Leben bezeugt. Man würde aber deine Predigten unterschätzen, wenn man sie einfach als Kulturveranstaltung konsumieren oder nur in Büchern lesen würde. Sie brauchen den Resonanzraum des Frau Münsters. Die Predigt verbindet sich mit Musik, Gesang und Liturgie zur Gemeinde. Das Wort wird Fleisch, Leib Christi. Es spricht in die Gesellschaft und zu den Menschen, wirkt und gestaltet, ohne dass du uns je vorschreiben würdest, wie genau. Dein Weg war ein anderer, ohne prophetisches oder salbungsvolles Pathos, vielmehr mit leiser Freude, intellektueller Begeisterung und wohlwollendem, zugleich zeitkritischem Geist möchtest du klären. Nicht nur in der Predigt, auch im Leitungsdienst. Und es geht kein Interview und keine Predigt und kein Gespräch, das wir als Dekan mit dem Kirchenratspräsident über die Zukunft des Pfarrberufs oder sonst was gesprochen hätten, ohne dass nicht das Stichwort fällt, das müssen wir noch klären. Dein Dienst in Verkündigung, in Seelsorge, in Bildung und Leitung leistete genau dies. Ganz im Sinne Zwinglis, der vor 499 Jahren seine Schrift verfasste, von der Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes. Und den Rest überlassen wir dem Geist Gottes. Do dafür, liebe Niki, im Namen vom Zürcher Kirchenrat, dir und dem Vreni herzlichen Dank, alles Gute und Gottes Segen. Ein ganz herzliches Dankeschön für diese bewegenden, so freundlichen Worte. Wir kommen zur Kollektenansage. Ich möchte Ihnen die Kollekte sehr empfehlen. Street Church, das ist diese junge Kirche, die gleichzeitig eine Sozialfirma ist, die Menschen hilft, von der Straße wegzukommen, auf sehr vielfältige Weise, die auch neue Stile der Musik und des Gebets und der Präsenz ausprobiert. Sie haben etwas Neues aufgestellt, weil sie sehen, dass das wichtig ist, Arbeit geben zu können. Das heißt, unvermeidlich Englisch, Skills Lab. Und das heißt, sie wollen 4 bis 5 weitere Arbeitsintegrationsplätze schaffen. Und wir sind sehr dankbar, wenn sie richtig großzügig sind. Dafür spenden, dass es Street Church gelingt, dieses Skills Lab aufzubauen. Ich darf Sie einladen, am kommenden Sonntag wird der Kirchenratspräsident, Pfarrer Michel Müller, wird hier Gottesdienst halten und predigen. Vera Dietz wird das Lektorat vornehmen, Jörg Ulrich Busch wird die Orgel schlagen, wie man sagt. Ich möchte noch einmal mein wirklich sehr herzliches Dankeschön sagen, euch wunderbaren Musikern. Ich möchte Philipp Klaassen ein sehr herzliches Dankeschön sagen für diese neue Komposition zu dem von mir so geliebten Nikolai-Lied. Er hat es klugerweise ins Französische gesetzt, damit es nicht zu viel Wiederholungen gibt. Ich möchte Ihnen, euch allen, macht der Körper etwas mit mir und nicht ich mit ihm, mein Dankeschön sagen. Ich bin sehr dankbar für alle Unterstützung, für alle Präsenz, fürs Wohlwollen und auch, dass Sie darüber hinweggesehen haben, wenn ich mal vielleicht etwas
unaufmerksam oder zu kompliziert oder nachlässig gewesen bin. Wir wollen jetzt einstimmen in das schöne Lied 332 und dann Gott um den Segen bitten und dazu aufstehen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Ich bitte Sie, aufzustehen. Geht hin mit Gottes Frieden. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch seine Gnade. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Nun ist es also soweit. Lieber Niklaus, liebe Vreni, sehr geehrter Herr Kirchenratspräsident, liebe Gemeinde, liebe Freunde des Frau Münsters, wir als Gemeinde werden uns jetzt von Niklaus Peter verabschieden und ich werde das versuchen zu moderieren, kurz ansagen, in welchen Schritten wir vorgehen. Wir beginnen mit drei kurzen, prägnanten, interessanten Reden von Begleitern aus der Zeit hier in Frau Münster, länger oder weniger lang. Und zum Schluss werde ich Ihnen dann erklären, wie wir in der Zwischen-Nach-Corona-Zeit zum Apro schreiten. Wir haben uns Zeit genommen, das ist uns wichtig, darum auch die Redezeit kurz bitte, damit wir uns wirklich Zeit nehmen können, dann draußen im Kreuzgang uns zu verabschieden, dass noch Zeit bleibt, ein paar Worte mit Niklaus zu wechseln, bevor wir dann um 12 Uhr wieder zum nächsten Gottesdienst hier drin schreiten. Also, wir werden jetzt nacheinander drei Persönlichkeiten hören, die eine Wegstrecke hier mit Niklaus hier im Frau Münster verbracht haben. Am Schluss dieser Dreierreihe wird Markus Thoma sprechen. Er ist der Präsident des Frau Münster Vereines, des Vereines, der quasi als Fundament dieser Kirche trägt, getragen hat vor der Zeit von Niklaus, in der Zeit mit dir, und dieser Verein wird auch das Fundament sein dieser Kirche, dieser Profilkirche des Wort Gottes hier im Frau Münster. Also er dann am Schluss. In der Mitte wird einer der längsten Wegbereiter von Niklaus hier sprechen, unser Organist und Kantor Jörg Ulrich Busch. Er wird die Zeit nutzen, auch noch ein paar persönliche Worte von sich und vom Verein, vom Chor Frau Münster zu sagen. Und beginnen wird jetzt Barbara Wecker. Sie vertritt die Kirchenpflege der neuen Kirchgemeinde Zürich, die größte Kirchgemeinde auf der Welt, reformierte Kirchgemeinde, die vor 2,5 Jahren entstanden ist. Und Barbara Wecker ist gewählte Vertreterin der Kirchenpflege. Sie führt das Ressort Pfarramtliches, darum sehr passend, dass du heute da sein kannst. Und Barbara Wecker hat sich in den letzten Jahren sehr schnell und sehr intensiv in diese Gemeinde, in diese Kirche Zürich, aber auch in die Gemeinde Frau Münster eingearbeitet. Sie war auch Mitglied der Pfarrwahlkommission, das heißt, sie ist eine profunde Kennerin auch der Insights und der Details hier am Frau Münster. Liebe Barbara, ich freue mich auf deine Ausführungen. Bitte schön. Lieber Niklaus, liebe Gemeinde, danke Stefan auch für die nette Einführung. In der Pfarrwahlkommission für deine Nachfolge tauchte sofort die Frage auf: Wie können wir Niklaus Peter angemessen ersetzen? Sehr schnell wurde dabei klar, deine Persönlichkeit können wir nicht ersetzen. Das sind große Fußtapfen. Aber deine theologische Ausrichtung, die wollen wir am Frau Münster beibehalten. Dabei war das Stichwort reformierte Wortgottestradition maßgebend. So stand es dann auch in dem Text für die Stellenausschreibung. Seit ich dich kennengelernt habe, hat uns diese Prägung in der Wortgottestradition innerlich verbunden. Es war für mich sehr berührend, wie du nach meiner ersten Vorstellung beim Pfarrkonvent auf mich zugekommen bist, um mich zum anschließenden Essen des Pfarrkapitels Vorstandes einzuladen, und wie wir dabei über Barthsche Theologie und die Barmer Erklärung diskutiert haben.
Du hast mir das Gefühl vermittelt, auf Augenhöhe mit mir über diese Fragen zu sprechen, obwohl ich keine Theologin bin. Ähnlich beeindruckt war ich, als du mich zur Retreat des Pfarrkapitels in Maliasso eingeladen hast und mir sogar die Morgenandacht vor allen Pfarrern übertragen hast. Das habe ich als großen Vertrauensbeweis empfunden und gleichzeitig als große Chance, als ressortverantwortliche Pfarramtliches mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ins Gespräch zu kommen. Seither verbindet uns diese geistliche Nähe in dem Anliegen, das Wort Gottes in der Stadt Zürich zu Wort kommen zu lassen. Ich bin sehr dankbar, dass wir mit dir einen eloquenten, belesenen und gebildeten Botschafter des Wortes Gottes hatten und haben, der eine spezifische Klientel der Bürgerinnen und Bürger von Zürich und darüber hinaus ansprechen konnte und eine große Öffentlichkeitswirkung erreicht hat. Weniger Austausch hatten wir zur Gestaltung der neuen Kirchgemeinde Zürich. Erst mit dem neuen Dekanatsteam haben wir einen regelmäßigen Dialog dazu aufgenommen. Zunehmend entwickelt sich die Kirchgemeinde Zürich zu einer Gesamtgemeinde mit ihrer Vielfalt an Predigtorten und Formen der Verkündigung in Wort und Tat. Die Wahl der 17 neuen Pfarrerinnen und Pfarrer vor 14 Tagen und die erfolgreiche Suche nach einem Nachfolger für das Fraumünster sind für mich ein schöner und vielversprechender Ausdruck dieser Dynamik und Erneuerung. Semper Reformanda. Vor gut 2 Jahren hast du in einer Predigt in der Osterzeit den Vorschlag gemacht, man solle analog zu den 7 letzten Sterbeworten Jesu am Kreuz 7 Lebensworte der eigenen Biografie rekapitulieren. Davon habe ich mich damals gerne inspirieren lassen. So gebe ich dir jetzt auch gerne ein Lebenswort für deine Pensionierung mit, ganz schlicht: Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Lieber Niklaus, sehr verehrte Gäste, wenn Wort und Musik im Gottesdienst zusammenwirken, ergibt es die große Chance, Aussage und Wirkung dieses Gottesdienstes zu präzisieren und zu verstärken. Zusammen mit dir, lieber Niklaus, war es möglich, diese Tradition am Fraumünster weiter zu festigen und, wie du zu sagen pflegtest, in der Form zu schärfen. Du hast mir deine große Wertschätzung und Begeisterung für Musik und vor allem für geistliche Musik gezeigt. Und vor allem auch, du hast dich, und das ist eher selten, auch um die Musiker und Musikerinnen persönlich gekümmert. Du hast dich nie davor gescheut, deine Meinung zur Musik, wie sie in einem Gottesdienst wirken und eingesetzt werden soll, klar zu formulieren. Die Hingabe, mit welcher du dich für das Fraumünster und seine Menschen eingesetzt, mit welcher Unbestechlichkeit du auf präzise Inhalte und Aussagen geachtet und auch bestanden hast, hat mich immer wieder von Neuem beeindruckt und hat mir selbst in meiner Weiterentwicklung als Kirchenmusiker sehr viel gegeben.
Für einen Kirchenmusiker ist die Zusammenarbeit mit einem Pfarrer wie dir, lieber Niklaus, ein Geschenk. Eine starke, klar herausgearbeitete, reformierte Theologie und Überzeugung. Eine Begeisterung für das Wort in all seinen Formen, verbunden mit dieser hohen Wertschätzung für Musik. Dies sind wesentliche Gründe für mich persönlich, dass das Amt des Kantors am Fraumünster bis heute, wie man so schön sagt, ein Traumjob ist. Im heutigen Gottesdienst hat das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern uns auf deinen Wunsch hin« durch die Liturgie geführt. Die Komposition von Philipp Claßen, der ganz dort hinten versteckt sitzt, hat dieses innere Leuchten und Lichtvolle musikalisch aufgenommen. Dieses Werk wurde heute, wie du schon gesagt hast, uraufgeführt und ist ein Geschenk der Kirchenkreiskommission des Kirchenkreis 1 an dich zu deinem Abschied. Dazu gehören übrigens auch die drei Wechselstrophen des Liedes »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, die die Vokalsolisten a cappella gesungen haben. Und schließlich, lieber Niklaus und auch liebe Vreni, mit eurem Abschied heute endet eine doch sehr bemerkenswerte Basler Dominanz am Zürcher Fraumünster. Darum, liebe Niki, liebe Vreni, danke für alles und ich wünsche euch von Herzen alles Gute für die Zeit, die kommt. Bis gleich wieder mal im Zürcher Fraumünster. Lieber Niklaus, liebe Vreni, sehr geehrte Anwesende, mir wurden 3 Minuten zugestanden, um einige Gedanken zur fast 17-jährigen Tätigkeit von dir, Niklaus, als Fraumünsterpfarrer zu formulieren. 17 Jahre in 3 Minuten, das geht natürlich nicht. Ich habe mir stattdessen überlegt, welches wohl die 3 wesentlichsten bleibenden Aspekte deines Wirkens waren, an welchen wir uns auch in Zukunft noch gerne erinnern mögen und die uns als Predigtgemeinde stets am Herzen lagen. Ein erstes: Die Gottesdienste und die erbauenden Predigen, die uns zum Nachdenken und Handeln anregten, oder anders ausgedrückt, die Verkündigung. Ein zweites: Dein und Vrenis Engagement, Gemeinde zu leben, diese zu bauen, zu pflegen und auszubauen. Und ein drittes: Einstehen für unseren Glauben und unsere christlichen Werte, auch wenn dies manchmal bedeutet, sich zu exponieren. Aufgrund der knappen Zeit beschränke ich mich und möchte nur auf die Verkündigung und die Gottesdienste eingehen. Niklaus, du hast es verstanden, mit deinen Predigten die Zuhörerinnen und Zuhörer anzusprechen. Ich persönlich gab sie zum Lesen oft meinen Eltern, Geschwistern und Freunden weiter, so wie viele Gottesdienstbesuchenden auch. Dir war es wichtig, die Bibeltexte sorgfältig zu lesen, sich mit diesen im Detail auseinanderzusetzen, die gelesenen Geschichten in die damals herrschenden Verhältnisse einzuordnen und schließlich mit unserer heutigen Zeit zu verknüpfen. Du hast gezeigt, wie ein Bibelwort durch eine gute Auslegung Tiefe, Kraft und Präsenz bekommt. Damit gelang es dir, bei uns, der Fraumünster Predigtgemeinde, aber auch weit darüber hinaus großes Interesse zu wecken. Bereichernd war auch, wie du die wichtigen Botschaften der Bibel durch den Bezug auf Musik, Literatur, Theater oder Film zu verstärken oder auf diese Weise uns Zuhörern und Zuhörerinnen einen anderen Zugang dazu ermöglicht hast. Man spürte immer, wie wichtig dir eine sorgfältig vorbereitete Predigt war
also die Verkündigung, und wie viel deiner Zeit du dafür investiert hast. Und die Predigt musste auch immer in einer feierlich gestalteten Liturgie eingebettet sein, welche gemäß deiner Ansicht schlussendlich der Gemeinde und nicht dem Pfarrer gehört. Nicht zu vergessen die große Bedeutung der auf den Inhalt der Predigt sorgfältig abgestimmten Musik. Ja, die Predigt waren Denkanstöße für uns und regten zur Umsetzung an. Das ist doch, was schlussendlich zählt. Lieber Niklaus, liebe Vreni, es ist der Moment gekommen, euch aus dem Amt als Frau Münsterpfarrer und Frau Münsterpfarrfrau zu verabschieden. Ich sage au revoir und ich meine dies genauso. Ich freue mich darauf, euch, egal bei welcher Gelegenheit, wieder zu sehen und Zeit mit euch verbringen zu dürfen. Es bleibt mir im Namen des Frau Münstervereins und der gesamten Predigtgemeinde euch ganz herzlich zu danken. Zu danken für all das, was ihr uns in den vergangenen Jahren gegeben habt und vor allem für das, was ihr uns mit auf unsere Lebenswege gegeben habt. Es sind viele schöne Erinnerungen, Anregungen und bestimmt auch die eine oder andere dadurch angestoßene Veränderung. Vielen herzlichen Dank. Der Verein möchte euch zwei Geschenke mitgeben. Zum einen, auch wenn die reformiert-protestantische Tradition oft eher etwas spartanisch daherkommt, habt ihr beide es immer verstanden und auch Wert darauf gelegt, Freude zu haben und die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Gutes Essen und ein köstlicher Schluck Wein gehörten stets dazu. Ich denke da an solch manche Begebenheit. Dies alles in einer der schönsten Regionen der Schweiz und einem Ort, den ihr in euer Herz geschlossen habt, das wollen wir euch ermöglichen. Wir schenken euch 5 Tage im so idyllisch gelegenen Waldhaus in Sils Maria im Engadin. Das zweite ist ein Gemeinschaftswerk. Es ist eine Sonderausgabe der Frau Münster-Nachrichten. In dieser Ausgabe, die notabene ganz ohne deinen redaktionellen Input entstanden ist, kommen einige unserer Vertreter, Vereinsmitglieder zu Wort. Eine Sammlung von Erinnerungen, vielleicht etwas speziellen Geschichten, Sichtweisen und Grußworten, zum Glück manchmal auch länger als 3 Minuten. Alle Vereinsmitglieder bekommen selbstverständlich diese Ausgabe per Post oder auf elektronischem Weg gleich zu Beginn der neuen Woche zusammen mit der zum jetzigen Zeitpunkt gewöhnlichen Nummer 2 in die Briefkästen geliefert. Wir haben von beiden Ausgaben auch einige Exemplare beim Apero aufliegen, insbesondere für all diejenigen, die noch nicht Mitglieder im Frau Münsterverein sind. Lieber Niklaus, liebe Vreni, nochmal ein herzliches Dankeschön für die vergangenen 17 Jahre und all das, was ihr uns in dieser Zeit geschenkt habt. Es war so viel. Für die kommenden Jahre wünschen wir euch zusammen mit eurer wunderbaren großen Familie alles Gute und Gottes reichen Segen. Ja, eine gute Predigt darf etwas länger dauern, auch die Worte nach 17 Jahren Zusammenarbeit dürfen etwas länger sein. Und nun ist es Zeit, das, was eben auch wichtig ist, miteinander zu feiern, nämlich die Begegnung, was dir immer auch sehr wichtig ist, dass du immer auch sehr feinfühlig in deiner Zeit hier am Frau Münster
mitgetragen hast. Ich lade Sie ein zu einem Apéro. Begeben Sie sich bitte hier beim Haupteingang nach draußen, dann zweimal nach links in den Kreuzgang. Aus baulichen Gründen sind die Seitentüren im Moment gesperrt. Wir haben dort für Sie bereits alles aufgetischt. Sofort hinsetzen, sofort Flasche öffnen und sofort anstoßen. Das ist jetzt das Wichtigste. Geben Sie bitte die Kirche zügig frei, geben Sie auch den Niklaus Peter frei. Er wird bei Ihnen am Tisch wandelnd vorbeikommen und sich Zeit nehmen. Und Sie dürfen dann durchaus eine ganze Stunde oder etwas länger dort auch sitzen bleiben. Wir werden dann um 12 Uhr mit dem nächsten Gottesdienst beginnen. Und zum Schluss bleibt mir einfach der Dank, lieber Niklaus. Es war mir eine Ehre, mit dir zu dienen. Ich danke dir, dass du quasi auch mit deinem Hinweis auf die Glaubensrichtungen der Altstadtkirchen das Fundament gelegt hast für eine friedliche und freudvolle Entstehung des Kirchenkreises. Mein ganz persönlicher Dank. Und nun, wenn du magst, überlasse ich selbstverständlich dir heute das letzte Wort. Bitte, Niklaus. Ist gut. Also wir gehen zum Apéro, er kommt bei Ihnen vorbei.